Monet hat ja schon selber eigentlich gewollt, dass die Betrachter in seine Kunstwerke abtauchen. Deswegen hat er ja seine Seerosenbilder schon so wahnsinnig großformatig gemalt. Und unsere Idee ist eigentlich, dass wenn Monet unsere Möglichkeiten gehabt hätte, er wahrscheinlich das ähnlich gemacht hätte, wie wir es heute machen. Monets Garten ist eine immersive Ausstellung, die man einfach nur erleben kann. Man muss nichts können. Man kann einfach kommen und sich das ansehen. Und wenn man geht, dann weiß man eigentlich, wer Monet war. Einzigartig ist, glaube ich, das Wort, was es am besten beschreibt. Also es ist ein tolles Erlebnis. Man kriegt dabei noch eine Geschichte erzählt und sieht es auf so großer Leinwand. Also ich glaube, das ist für jeden ein Erlebnis. Ich finde es immer wichtig bei solchen Konzepten, dass man eben nicht die Technik zum Star macht und nur über große formatige Bilder und Projektionen versucht, einen Effekt zu erhaschen, sondern dass man darüber hinaus eben eine Geschichte erzählt und diese auch dramaturgisch aufbereitet.